Im Teamwettbewerb der Ski-WM gab es für die deutsche Mannschaft keine Medaille. Die DSV-Auswahl scheiterte im Viertelfinale am späteren Sieger Frankreich. Lokalmatador Felix Neureuther war trotzdem zufrieden. Und ich habe echt auch immer im Vorfeld gesagt, dass das heute hier, das ist schon auch irgendwo so eine Generalprobe für mich. Weil ich will da am Sonntag, speziell beim Slalom, nicht ins kalte Wasser geworfen werden. Und ich habe das probiert, alles aufzusaugen und habe mir schon auch wirklich da oben selber einen Druck gemacht, dass ich meine Läufe einfach wirklich gut fahre. Und das ist mir sehr gut gelungen und von dem her war das heute schon eine super Generalprobe, weil ich meine, wenn hier unten so viele Tausende von Leuten stehen und auf einen warten, das ist nicht so einfach dann oben am Start. Die Mädels, die haben ihre Aufgabe auch super gemacht. Ich denke, wir sind als Team heute wirklich super aufgetreten und ich meine, Tessa Voile, die hat 3 Riesenslaloms diese Saison gewonnen, ist momentan die beste Riesentorläuferin der Welt und gegen die auszuscheiden ist nichts Schlimmes. Also wir haben uns als Team, denke ich, schon sehr, sehr gut verkauft.